Wenn wir uns in einer Woche über neue Sims-News freuen können, ist diese doch gleich viel spannender. So auch der nächste Dienstag, am 31. Januar, können wir uns wieder über einen größeren Entwicklerstream freuen. Völlig überraschend haben die Entwickler mehr Details zum im Teaser vor einigen Wochen nur als Community-Stream bezeichneten Livestream verraten. Erinnert ihr euch noch an den großen Behind the Sims Summit Livestream aus dem Oktober? In diesem wurde in einem virtuellen Studio große Ankündigungen und Teaser zu kommenden Sims 4 Inhalten geteilt. Die Inhalte lagen ebenfalls viel weiter in der Zukunft, als die Entwickler diese sonst immer präsentiert haben. Normalerweise haben die Entwickler eher über Inhalte im nächsten Monat wirklich detailliert gesprochen. Im Stream aus dem Oktober ging dieses Sneak Peeks aber sogar bis mehrere Monate im Voraus. Dieses Format kam bei der Community recht gut an, weshalb dieses wohl jetzt aktiv fortgeführt wird. So sollen die Behind-the-Sims-Streams nämlich wohl als regelmäßig wiederkehrendes Format erscheinen. Für den zweiten Livestream am 31. Januar um genau 18 Uhr haben die Entwickler Neuigkeiten zu The Sims 4, Sims Mobile und Sims Freeplay für uns vorbereitet. Und auch ein paar Blicke hinter die Kulissen soll es geben. Stellt euch darauf ein, dass wir wohl nicht so große Ankündigungen wie im Oktober erhalten. Derzeit ist es aber extrem schwierig zu sagen, was wir hier erhalten werden. Die Entwickler haben gemeint, dass sie immer mal wieder Status-Updates zur nächsten Sims-Generation, also Project Renee, geben wollen. Vielleicht teilen die Entwickler ja, wie weit sie in den 3,5 Monaten weitergekommen sind, wer weiß. Ebenfalls ein spannender Fakt, der Wicked Wims Mod-Ersteller Turbo Driver konnte das letzte Update schon im Vorhinein richtig voraussehen. Und nun hat er auch für den kommenden Livestream einen Tweet geteilt. Er ist der Meinung, dass nach dem großen Community-Livestream ein neues Update folgen wird. Woher er diese Info hat, ist derzeit unklar, Fragen dazu ließ er nämlich unbeantwortet. Es wird aber vermutet, dass er als großer Mod-Ersteller schon vorab Informationen zum Zeitpunkt eines Updates bekommt, um seine Mods vorher aktualisieren zu können. Ebenfalls auffällig ist, dass der Livestream schon um 18 Uhr stattfindet, obwohl die Zeiten für eine Ankündigung eigentlich immer entweder um 17 oder 19 Uhr sind. Könnte es möglicherweise sein, dass wir am Dienstag final die neue Säuglingsalterstufe erhalten werden? Lassen wir uns mal überraschen, setzt eure Erwartungen aber lieber nicht zu hoch an. Was denkt ihr über den Stream? Mit welcher Ankündigung rechnet ihr im Behind the Sims Livestream? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.